Hier in drin? Dem Bus schlafen 19 Leute? Ja, das ist ganz schön. Da haben wir sogar die Wollnis mehr Platz. Ich habe viel über Kacken geredet, das ist gut. Ja, willkommen auf der Arbeit. Noch so 3000 Hate-Kommentare, das muss ich dann erstmal so ein bisschen verkraften, dann so 3-4 Monate. Hallo Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ich begleite heute jemanden wieder einen ganzen Tag. Und zwar nicht nur irgendjemand, sondern einen der berühmtesten deutschen Musiker aktuell, Max Giesinger. Hi, super nett anmoderiert. Oder wir haben uns doch schon gesehen, aber hey. Du bist gerade angekommen, dann hast du gefragt, wollt ihr mich beim Zähneputzen filmen? Ich dachte, du gehst irgendwo rein, Putzzähne. Ja. Und hast dich einfach hier draußen hingestellt, geputzt und fertig. Ich mag so der Natur nahe zu sein, vor allem am Morgen. Du kommst irgendwo an, stehst da zwischen den Bäumchen. Dann, ich finde, es hat immer so einen leichten Camper-Flair auch. Das, naja, okay, wenn man diesen dicken Nightliner sieht, hat das nicht viel mit Camper zu tun. Jetzt muss ich einmal sagen, wie die Connection entstanden ist. Ich habe ja früher meinen Kanal bei der Sony gehabt. Okay. Und die Sony hatte einen Praktikanten, der war immer ganz nett und hat viel gesoffen. Mhm. Was glaubst du, wer das war? Das war der Flo. Flo, komm mal kurz rein. Und dann habt ihr euch kennengelernt und habt die krasse Karriere gemacht zusammen mit Lars. Sieht so aus. Ach, guck mal, wie, hallo! Hier, das ist, er möchte heute nicht erkannt werden, hier unser Mercher, der Robert. Ach, du machst den Merch. Verkauft Max viel Merch? Na klar, ist eine Bank. Ist eine Bank. Ja, macht eine Backline. Und was macht man mit Backline? Hey. Typ. Hi. Aufbauen und abbauen. Was ist Dennis? Dennis macht Licht. Ah! Damit man auch was sieht auf der Bühne. Geiles Special Effect. Wie viele Leute sind bei Natur bei dir dabei? Aktuell sind wir weniger als auf der Hallentour, weil da haust du richtig einen raus, so grümpelmäßig. Und jetzt auf der Rutsche ist der Nightliner komplett belegt. Heißt 19. Leute hier in dem Bus schlafen 19 Leute? Ja, das ist ganz schön. Da haben wir sogar die Wollnis mehr Platz. Also, ja. Die oberen Betten haben quasi auch ein Fenster. Da ist aber das Problem, wir haben das alles schon ein bisschen ausgecheckt, dass die Klimaanlage in den oberen ein bisschen krasser ballert. Für mich als Sänger. Also doof. Ein Problem, genau. Ja. Weil wenn du dann einmal da mal einen Zug bekommst, hast du ein Problem bei den Shows. Ja. Da kannst du ein bisschen Zeug lagern, da immer hier Männerhandtasche für ein Appetit zwischendurch. Guck mal, du bist hier mit 19 Leuten, ja? Mhm. Sag mal, lass es 20 sein. So, die verdienen jetzt ein Monat, zwei Monate, wie lange seid ihr unterwegs? Drei Monate. Drei Monate Geld durch dich. Ja. Ist es Druck, dass du nicht krank bist? Also achtest du ja, das ist schon ein Thema, ja. Also ich war jetzt auch vor einer Woche ordentliche Erkältung gehabt und bin aufgewacht, dachte, scheiße, Stimme ist weg und hatte aber noch drei Shows, auch so richtig große. Okay. Und dann hatte ich jetzt nicht tagsüber nicht so die geilste Laune, weil ich dachte, ja fuck, wie ist erstmal A, was passiert, wenn man hochgeht und es läuft nicht? Und was ist auch mit den Jungs da? Aber eigentlich so die meiste Zeit denke ich nicht drüber nach. Und hier ist mein Bett. Hier unten? Ja, da schlafe ich. Weil da ist da kein Fenster und auch die Lüftung ist nicht stark und das hier ist mein kleiner Sarg, sag ich mal. Ne? Nein! Ja. Darf ich mich da mal reinlegen? Ja, klar, liegt. Also, wie bumst man denn hier drin? Gar nicht tatsächlich. Gar nicht? Nee. Und das bauen sich halt viele aus, viele Künstler, als große Lounge. Zum Gangbang. Genau, für ein Gangbang. Aber es ist ja so, dass wir komplett belegt sind und man auch diese kleinen Räume halt mal bräuchte, damit Leute auch chillig abhängen können. Deswegen haben wir sowas jetzt nicht. Ah. Aber man hat ja immer den Trugschluss, weil manchmal ist da dann auch dein Gesicht draufgeklebt. Das Auto gehört dir nicht, das leihst du für drei Monate. Das mietet man sich, genau. Aha, okay. Ja. Hier ist mein Tennisschläger. Spielst du Tennis? Ja, aber nicht gut. Spielst du auch ein bisschen? Ich will anfangen, weil ich fett geworden bin. Bist du nicht fett geworden? Doch, du kennst mich ja nicht vorher, ich bin fett geworden. Ich bin wirklich fett geworden. Aber wie gehst du und guckst dann, wenn du jetzt hier bist, wo hier ein Tennisplatz ist und dann sagst du... Ja, also tagsüber, wenn wir jetzt, heute haben wir ja ein Special-Programm. Ja. Habe ich ja meistens Zeit und dann gucken wir ein bisschen, was geht. Räumen wir eine Tischtennisplatte aus, ist irgendwo ein See. Ich glaube, hatte Böhmermann sich nicht mal auf dich eingeschossen? Ja. Wie schlimm war das? 2017. Ach, damals, da war eh schon ziemlich viel los. So 2017 war das Jahr, wo wir eigentlich nur unterwegs waren, 200 Shows gespielt. Ich wann waren 80 Millionen? 2016. 2016. Genau. Das lief da ziemlich geil an und dann kam Böhmermanns Anschlag, glaube ich, im Februar. Und da habe ich eh schon so ein bisschen aus dem letzten Loch gepfiffen und gemerkt, boah, das wird so langsam anstrengend. Und dann kam da so ein bisschen noch on top. Und dann weiß ich noch, dass ich irgendwann im Studio saß, wir haben gerade einen Song geschrieben und da habe ich mal geguckt, ja, was schreiben denn die Leute eigentlich gerade? Und das war natürlich ein kleiner Fehler, weil ich dann mir des ganzen Shitstorms bewusst wurde. Also so 3000 Hate-Kommentare. Vorher war echt alles nice und smooth. Und nach dem Anschlag ging es dann mal kurz
eine Zeit lang Backup. Und das muss ich dann erstmal so ein bisschen verkraften, dann so 3-4 Monate. Aber ich habe mir das, das Video, seine, da wo mich wirklich auseinandernimmt, habe ich mir, glaube ich, jetzt auch 2 Monate nicht angeguckt. Ach krass, okay. Das war ja am Tag des Echos, und da meinen die Jungs auch, ey, mach das mal lieber nicht. Ich habe mir quasi nur das, den Song angeguckt, das fand ich auch sehr lustig. Und das andere war natürlich. Aber du warst dann noch bei ihm? Ja, ja. Ich war dann ein Jahr später da. Und? Und haben uns auch dann gut verstanden. Kurz mal drüber gequatscht. Meinte dann damals, ja, du warst einfach in dem Zeitpunkt so der. Das, der Du da halt. Und den wollte ich zu Fall bringen. Ja, zu Fall bringen hat er auch mal nicht geklappt. Kann. Ne? Mal stehen kann. Ja. Aber das ist wirklich jetzt mittlerweile, ich würde fast schon sagen, verjährt. Großer Moment, das ist unser Klo. Oh, das ist aber geräumig, ne? Du darfst aber nicht kacken machen? Nee, nee, das darfst ist nicht du für ein kleines Geschäft. Man könnte duschen, aber das hat noch niemand gemacht. Steht deswegen das Dixi-Klo hier vor, weil man, oder ist es heute nur Zufall? Das ist ein Zufall tatsächlich. Ah, okay. Ja, finde ich ganz gut, weil man quasi direkt rauskommt und sein Geschäft verrichten kann. Ne? Also Dixi-Klos versuche ich meistens zu vermeiden. Ich fühle mich nicht so wohl in so Dixi-Klos. Ja, Dixi- Wie ist es für dich? Na, ich würde eher hinter in den Wald kacken gehen. Ach stimmt. Ich habe viel über Kacken geredet, das ist gut. Ja, willkommen auf Herr Aaron. Da schalten die Leute zu. Du hast jetzt im Rathaus einen Raum mit Standuhr und eine Bürgermeisterin. Aber Standuhr hatte ich auch noch nie. Das hat man aber ich habe ein bisschen Angst, weil ich ja gerade Stranger Things gucke und da ist diese ekelhafte Standuhr. Bist du schon durch? Ja. Hallo. Lars, der Schlagzeuger. Felix, the Catman, Gitarrist. David Thornton am Bass. Ah, okay. Krass. Wir spielen jetzt dieses Jahr nicht so in so A-Städten, sondern eher in kleineren Gemeinden okay. So. Also, sind die da dankbarer, dass man kommt, als so Berlin, wo jeden Tag jemand anders ist? Ja, habe ich das Gefühl. Chef ist mein bester Kumpel. Ah! Piano-Man. Also er ist quasi wie mein Bruder. Genetisch sind wir es nicht. Also vielleicht passen wir uns jetzt so an über die nächsten Jahre, dass wir auch das sind. Kannst du auch Klavier spielen? Ein bisschen, aber nicht so gut wie Steffen. Sommer 2012 und die 40 Grad, die ganze Stadt auf den Beinen, Menschen vor der Bar. Die Nacht ist jung und ich hab noch nichts groß geplant. Und dann lehnst du so da an der Wand. Wir können auch mal mit dir gefahren. Ich denk daran jedes Mal. Das ist so ein Moment, wo ich wieder meinen Beruf liebe. Ich sitze da, kriege ein Privatkonzert. Hätte ich Flo so gefragt, hätte er gesagt, ja komm hier, 5000 Euro. Nein. Aber krass. An aber du sitzt doch nicht hier alleine und spielst denn... Hoch. Wirklich? Also nicht 3 Stunden, aber... 2 Stunden, ja. Mhm. Also so Flügel, ich habe keinen Flügel zu Hause. Und wenn du ein bisschen Muck kommst, also ich liebe das einfach, den Klang. Das ist wunderschön. Das ist vielleicht für so, wie so Autofahrer, wenn du dann so ein richtig geiles Auto fahren könntest. Wolltest du schon immer Musik machen? Ja, also seit ich 10 bin. Wirklich? Davor immer schon ein bisschen gesungen mit so einem alten Lufthansa-Kopfhörer, den man da geschenkt bekommen hat. Saß ich von meinem Kassettenrekorder, hab so Britney Spears mitgesungen und dachte selber für mich schon, es klingt ganz gut, aber ich traue mich nicht vor Leuten zu singen. Das war gerade so die Phase, bin ich in die 5. Klasse gekommen, ersten 5 mit nach Hause gebracht, war eher so bei den uncooleren Kids, voll krass an Pokémon-Karten sammeln. Oh, und so. Ja, fühle ich. Und da war ich aber, da hatte ich den geilsten Ordner. Bis dann mal einer eine E-Gitarre dabei hatte, weil wir mussten Englisch so Referat über unsere Hobbys machen und ich so, ich Depp, warum komme ich nicht auf die Idee, selber E-Gitarre zu machen, kann ich eigentlich mal von Leuten singen und der Coolheitsskala mal ein bisschen nach oben wandern. Und dann habe ich mir aber die Gitarre in der Pause genommen, habe dann Nothing Else Matters gespielt und die Leute so, geil, der kann ja was, da rein nicht nur 5 in Mathe, sondern Gitarre spielen. Und das war so der Awakening-Moment, wo ich dachte, krass, man hat sich so ein paar Plätze nach vorne geschaufelt. Ich muss weiter Musik machen, das ist gut. Dynamisch hättest du dir das mal erträumt? Ne? Also jetzt ohne gemein bei The Voice, ja, 4 da, so ey, schön, dass du da warst, zu ich habe da Leute, die mir helfen. Spielt manchmal leise, manchmal laut. Das war Lichtjahre weit weg, vor allem dachte ich nach The Voice ist auch durch. Ne? So ins Castingshow-Stempel, das wird nie wieder jemand mit einer Beißzange angreifen wollen, mein Projekt. Ja? Jetzt kann ich wieder schön auf meinen Hochzeiten spielen. Das wär okay für mich gewesen. Aber dann saßen wir halt 4, 5 Jahre später bei einer Plattenfirma an so einer Riesentafel. Und da wurden mir dann alle Promoter vorgestellt, hier Radiopromo, das. Ich dachte mir so crazy. Einfach mal dran geblieben ist. Ne? Und weil natürlich so Songs wie 80 Millionen entstanden sind dann. Ja. Und da halt dann wirklich auch ein paar Plattenfirmen Interesse hatten dann 5 Jahre später. Wie viel Scheiße hast du gefressen? Schon 3, 4
Kilo. Also schon noch. Was war, Pferdeäpfel auch noch. Außer Castingshow, was war der größte Dämpfer, wo du gesagt hast, oh. Es waren so Auftritte, wo man wirklich gebucht wird und du hast das Gefühl, es interessiert einfach keine Sau. Wenn einmal wo gespielt, da waren so die ersten zwei Reihen voll, dann war lange nichts und hinten war ein Boxkampf, wo sich Leute während mein Valan auf die Fresse gehauen haben. Das hat wirklich niemand interessiert. Steff und ich haben als Straßenmusiker angefangen vor 12, 13 Jahren, der gerade immer Penis hat, genau. Ja, super. Super! Wie früher. Sag mal, was war das Höchste als Straßenmusiker, was dir mal einer reingeballert hat? Fuffi. Ja, Fuffi? Habe ich mit Michael Schulte in Hamburg gespielt, vom Karstadt. Fuffi reinflogen, ganz schnell. Da kriegst du ja nichts mehr. Wenn der Fuffi drin legt, sagen die anderen nicht mehr, ich schmack's auch hoch rein. Ne? Was war die verrückteste Fangeschichte so, oder auch cringigste? Als es mal mir an der Haustür geklingelt hat und ich gerade auf dem Weg nach Sri Lanka, nee, Bali oder keine Ahnung, ich habe irgendwo Urlaub gemacht und dann klingelte es und da war eine ganz panische Stimme irgendwie am Ende des Hörers, so, ey Max, ey, wir müssen jetzt direkt reden, so ganz, ganz wichtig, mach so vor die Tür. Und ich so, oh Gott, was ist passiert? Ist jemand schwanger oder sonst irgendwas? Und du denkst, das war das Schlimmste. Was auch schön sein kann, ne? Ja, das muss man einmal sagen. Kann auch schön sein. Da stand da so ein Fan und kam mit einem Koffer nach oben gelaufen und wollte bei mir einziehen übers Wochenende. Weil sie wohl irgendeinen Vibe gespürt hätte und ihr das ganz klar war, dass wir das jetzt mal probieren. Dann habe ich die Tür so aufgemacht, ich war so, boah, okay, ich glaube, das war ein kleines Missverständnis. Ich muss erst in den Urlaub, du kannst es gerade nicht kurz hier einziehen. Aber nur in dem Urlaub nicht. Na gut, sonst hätte ich das gemacht. Timo, kannst du das mal bitte sehr close einfangen, dieses Bild? Das ist ja mein Highlight des Tages. Ich habe übrigens gerade von Flo gelernt, was das ist. Ich dachte, warum ist da eine Corona-Spuckwand? Naja. Ist der Bass Duama so ein bisschen spuckig, aber das ist einfach, weil der so doll raufhaut, dass es nicht in eure Mikros kommt. Richtig. Winkst du auch denen dazu, wenn die sich da oben hinstellen und nicht bezahlt haben? Oder machst du da? Ja, das kommt auf den Gig an. Manchmal sage ich so eine Ansage, so auch Grüße an die Leute da draußen, die hier mal ein bisschen näher. An die Schmarotzer. Den Kino-TO-Move machen. So, das ist der Max Giesinger Shop. Hammer, oder? Ja, der ist so, wirklich das sehr. Das Zelt ist ein bisschen hässlich, finde ich. Sieht aus wie so eine Nikolaus-Mütze. Das weißt du, so eine Zelt. Hat sich Flo ausgesucht. Ein unterschriebenes Max Giesinger Album. Ja, siehst du mal. Das haben auch nicht viele. Unikat. Ja? Es gibt, da ist ein Kondom. Auf Annie. Ah, doch! Geil! Eine Giesinger Mütze und ein schönes Shirt. Wenn ihr diesen Weltklasse-Beutel gewinnen wollt, dann. Schickt mir eure Kontodaten bei Instagram. Nein, wir haben gerade ein sehr schönes Pärchenbild gemacht. Das findet ihr auf meinem Profil. Vielleicht teilt das Max bei sich oder wir machen ein Partnerfoto, müssen wir mal noch gucken. Da schreibt ihr euren Lieblingssong von Max in die Kommentare und dann könnt ihr einen gewinnen. Ich schreibe euch von meinem Profil an, wenn ihr gewonnen habt. Wir haben jetzt ein bisschen gechillt. Max hat sogar Tischtennis gespielt. Ich dachte, wenn ich spiele, so, A, ist er deprimiert, wenn ich ihn zu Boden schmettere. B, hätte ich geschwitzt wie ein Bär. Max war duschen und jetzt sind wir im Rathaus und hier gibt es gleich das goldene Buch und Max darf sich einschreiben. Und da gucken wir uns das mal an. Hallo, ist hier der Bürgermeister? Ja. Bist du der Bürgermeister? Ja. Sau jung. Hallo, wir haben uns gerade gesehen. Ich dachte, du wärst ein Sicherheitsbeauftragter. Ja, boah, dachte, Mann, der, komm, du bist der Bürgermeister. Ja, ja. Welche Partei? Gar keine. Eine Wählergemeinschaft. Mark. Jetzt gucken halt alle zu. Das ist für mich so eine Beobachtung. Was schreibe ich denn nicht? Nee, wir hatten das doch mal gemacht. Schreibfehler jetzt, ey. Vielleicht hab euch lieb. Das ist doch gut, oder? So ein bisschen. Das jetzt schon, so ein bisschen. Ja, da menschelt es nochmal mehr. Ja, ja. Ja. Hab euch sehr. Sehr. Das, ins Herz geschlossen. Und das jetzt für? Das ist für meinen YouTube-Kanal. Ein Tag mit Max Giesinger. Gewonnen, oder? Ja. Habe ich gewonnen und habe das jetzt. Verlosung. Hab richtig Glück. Ich freue mich auch gleich sehr aufs Konzert. Ein Kreuzworträtsel hat das gewonnen. Das macht das sehr gerne. In der Tina. Ja. Tina kommt man das gewinnen. So, gleich geht's los. Ja, 10 Minuten noch. Es baut sich genau jetzt gerade so ein Gewitter zusammen. Wir mal gucken, ob es direkt runter macht. Dann würden wir noch mal 10 Minuten dahin verschieben. Ja. Aber ansonsten wird es gleich losgehen. Bist du auch dabei, ne? Ich bin auch erste Reihe. Das ist gut. Bist du Fangirl-mäßig so hier? Ich habe ja so eine hohe Stimme, das ist immer sehr gut, ja. Passend für das Konzert heute. Bist du noch mal? Oh, du riechst auf einmal, aber wie? Das ist Schnakenspray und Mückenspray nennt ihr das hier. Ja. Nee, Schnake. Und auch ein bisschen Parfum. Ja, weil ich ja durch die Leute gehe und ich stinke wie so ein Moschus. Also, auf eine geile Party, ne? Geile Show, Jungs. Let's sing the song we sing every night. Lean on me. When you're not strong, I'll be your friend.
I'll help you carry on. Viel Erfolg. Danke. Viel Erfolg. Muss mir rechte Faust geben, das ist Ritual. Danke. Achso, rechte Faust. Oh, die Anna habe ich abgeklatscht. Sehr gut. Singt ihr wirklich immer oder war das jetzt nur immer? So? Ich dachte, ihr macht sowas wie so bei drei Max Giesinger oder so. Wir machen das seit 2 Jahren, Lino Mi. Irgendwo da draußen, in einer anderen Stadt, gibt's noch ein anderes Leben, das ich hier jetzt grad verpasst. Das war geil, ey. Ja, bist du zufrieden? Ja, sehr zufrieden. War ein tolles Konzert, Leute waren am Start, gute Atmosphäre. Ich habe einen Papa gesehen, der seinen Sohn, der locker 15 Kilo hat, die ganze Zeit auf den Schultern hatte. Du brauchst ja ganz schöne Nacken-Muckis, ne? So Stier-Muckis am Nacken. Habe ich selten gesehen, dass Kinder mit Muttis, da war eine Dreier-Kombi Frauen, die waren alle verwandt und ich würde sagen, die jüngste war meine Mutter. Also du hast alles da, das ist echt verrückt. Glaube ich, einmal so der Querschnitt, ja. Würde ich sagen. Du bist schön. Der Kinderkanal der Musik, alle lieben dich. Ah, oh, das ist ein schönes Kompliment. Ja. Das geht auch runter wie flüssig Butter. Deswegen, vielen Dank, dass ich heute da sein durfte. Ja. Ich hatte eine Menge Spaß gemacht. Schön, dass wir uns kennengelernt haben. Ja, falls ihr mal Bock auf ein Konzert habt, Link in der Videobeschreibung, folgt Max auf Instagram, wenn er mal was macht, so alle 3 Schaljahre. So, komm, ab jetzt baller ich richtig Content. Du erklärst mir das mal ordentlich und dann läuft das Ding. Ich wünsche dir einen schönen Feierabend, mein Lieber. Ciao, tschüss, tschüss. Ciao, ciao. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Schaut gerne bei Max vorbei. Super Typ. Ich kannte ihn vorher nicht und jetzt habe ich ihn lieb. Was wollen wir mehr? Bis zum nächsten Mal. Tschö. Lollis haben wir noch. Lollis ist immer bei Kindern immer gut. Wo ist der Van mit den getönten Scheiben? Wie bitte nochmal? Wer ist der Fette da auf dem Bildschirm, Timo? Ist von uns Azubi selbst gebaut. War das Azubi-Projekt der letzten Monate. Ihr lasst euren Azubi Air-Hockey-Tische bauen, anstatt irgendwelche Weltprobleme zu lösen.